willkommen bei Drehmoment. Mein heutiges Testauto ist ein Volvo XC40, das erste Elektroauto der schwedischen Marke. Und ich würde sagen, ohne lange Vorrede geht's direkt los. Das ist nicht meine erste Fahrt mit diesem Kompakt-SUV. Im Frühjahr 2021 hatte ich schon mal die Gelegenheit, bei einer Tagesveranstaltung von Volvo teilzunehmen und den Wagen mal auszuprobieren. Aber bei so Tagesveranstaltungen, da kriegt man immer nur so einen oberflächlichen Eindruck vom Wagen. Und das wollte ich jetzt nochmal intensivieren, habe jetzt nochmal für 14 Tage ein Leihfahrzeug und wollte unbedingt auch mal auf eine längere Strecke und auch mehrfach an einem Tag dann mal an Ladesäulen und sehen, wie sich da der Wagen schlägt, wenn man ihn wirklich als Reisefahrzeug nutzt. Dass der Wagen auf der kurzen Strecke bequem und komfortabel ist, das glauben wir Volvo ungesehen. Die können Autos bauen und dieser Wagen hier unterscheidet sich ja erstmal von der Verbrennerversion des XC40 kaum, also optisch, äußerlich kaum. Das ist echt schwer zu erkennen. Also man muss schon genau hingucken. Also vorne der Frontgrill sieht ein bisschen anders aus. Klar, hinten entdeckt man keinen Auspuff. Und hinten an der C-Säule steht Recharge und das sagt dann dem Experten, dass das hier ein aufladbares Elektroauto ist. Ansonsten basiert das ja auf einer modularen CMA-Plattform, nennt Volvo das, und baut darauf halt auch die Hybride und die Verbrenner. Und darum hat man auch hinten einen Tunnel in der Mitte. Auf die Leistungs- und Fahrwerte gehe ich heute gar nicht großartig ein. Die meisten Werte blende ich einfach ein und ich empfehle nochmal mein erstes Video, da verlinke ich nochmal zu. Wen es interessiert, da nochmal nachzugucken. Heute soll es dann eher um die anderen Dinge gehen. Ja, und sehr komfortabel ist halt diese Keyless Entry Funktion. Man hat den Schlüssel in der Tasche, kann die Türen aufmachen, setzt sich rein. Der Wagen ist direkt an. Also nur noch Gang in D und los geht's. Und wie beim Polestar auch, setzt man hier beim Infotainment auf Android Embedded OS, also ein Android Autosystem. Ist hier die Version 10, geht nicht so weit, wie ich es aus dem Polestar gewohnt bin. Also im Polestar konnte ich schon Easy Park installieren als Park-App. Ich konnte Better Route Planner, den ich ja sehr zu schätzen weiß, installieren. Das geht hier noch nicht. Man kann schon, wenn man parkt, also wenn man lädt oder parkt, Videos gucken. Diese Apps fehlen hier im Play Store in dieser Version noch. Also man meldet sich einfach mit seinem Google-Konto an und dann hat man den Play Store zur Verfügung. Ich habe dann gleich Spotify beispielsweise installiert und man nutzt dann Google Apps als Navi-System. Und das ist hervorragend, weil Google Maps alles kennt und auch alle Orte drin gespeichert sind, wo ich mal war, die ich toll fand, irgendwelche tollen Hotels, Sehenswürdigkeiten, Restaurants. Und ich kann auch immer gleich gucken, haben die auf und wo ist die Telefonnummer, kann ich da anrufen. Und bei der Navigation guckt das System dann, reicht die zur Verfügung stehende Energie aus für die Strecke oder brauche ich einen Ladestopp? Und dann schlägt das System direkt Ladestopps vor, ein paar zur Auswahl. Man muss dann sagen, den oder den will ich. Man kann es natürlich irgendwie auch noch irgendwie ändern. Man muss nicht das nehmen, was er einem vorschlägt, aber das ist schon immer ganz gut. Und praktisch ist auch, wenn man sich vorher auf dem Smartphone in Google Maps die Strecke angeguckt hat und schon so eine Art Routenplanung gemacht oder Ziele eingegeben hat, dann übernimmt das Fahrzeug das direkt und synchronisiert das. Und sobald man bei Google Maps auf das Suchfenster geht, hat man dann die gesuchten Dinge vom Smartphone. Das ist also sehr praktisch. Ich kann leider hier nicht die On-Call-App von Volvo ausprobieren. Die steht leider fürs Testfahrzeug nicht zur Verfügung. Immer noch nicht, aber beim ersten Mal schon genauso. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich finde, zum Elektroauto gehört eine Smartphone-App essentiell dazu. Wenn man möchte aus der Ferne gucken, wie viel Reichweite habe ich noch. Bei einem Ladestopp möchte man gucken, bin ich so weit, dass ich weiter kann. Man möchte vielleicht vorklimatisieren, also vorheizen oder vorkühlen. Also das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass das hier im Test dann immer noch nicht funktioniert. Aber es gibt die App. Es gibt sie. Was ich beim ersten Mal noch ganz unproblematisch fand, war ja, es gibt keine Reichweitenanzeige. Also hier in meinem Display sehe ich nur eine Prozentanzeige. Und von daher weiß ich jetzt nicht bei den Prozenten, wie viele Kilometer habe ich denn noch. Und ich habe im ersten Video so gesagt, ach, macht doch nichts, interessiert einen ja nicht. Also man
man weiß, oder das Navi-System weiß dann ja, wann man wieder laden muss, wann man ankommt. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders und finde es ein bisschen unschön, so gar nicht zu sehen, wie weit ich komme. Erst ab unter 20% zeigt er dann eine Restreichweite an. Klar, es gibt die Möglichkeit, über die Sprachsteuerung zu fragen. Hey Google, wie sieht meine Restreichweite aus? Der verbleibenden Batterieladung kannst du noch 250 Kilometer fahren. Okay, also man kann nachfragen, dann sagt es einem das System. Aber ich fände es, glaube ich, doch schon ganz schön, es zu sehen. Ja, und 250 Kilometer, das ist so ungefähr auch die Strecke, die ich bei einer langen Tour, ich bin von Hamburg in die Niederlande gefahren, das ist eine 550 Kilometer Strecke, dann immer so zwischen den Ladesäulen grob geschafft habe. Und was schade war, bei den Ladestopps habe ich nur einmal dann die maximale Ladeleistung von 150 kW gesehen. Und bei den anderen wurde es dann, naja, bummelte das so unter 100 kW rum, sodass ich mehr Ladestops, nämlich 4, gebraucht habe, um die Strecke zu bewältigen, weil ich einfach keine Lust hatte, dann bis 80% zu warten, sondern schon vorher bei 50-60% Ladezustand einfach weitergefahren bin zur nächsten. Dann hatte ich zwar kürzere Ladestops, aber mehr Ladestops als rein rechnerisch nötig gewesen wären. Also mit den 414 Kilometern WLTP-Reichweite hätte ich auf der Strecke vielleicht zweimal laden müssen, im Idealfall sogar nur einmal. Aber das ist graue Theorie, die Praxis sah da anders aus. Und dann hatte ich aber auf dem Weg zu meinem Ferienhaus etwas sehr Praktisches, weil wenn man am Ferienhaus laden will, dann geht das ja meist nur an einer Schokodose, und darum habe ich mir diesmal eine mobile Wallbox mitgenommen. Ja, zusammen mit dem Elektroauto probiere ich mal eine mobile Wallbox aus, und die heißt auch meine mobile Wallbox, ist eine Eigenmarke von Energielösung und der Hersteller ist GoE aus Österreich. Angeboten wird die Box in zwei Varianten, einmal eine 11 kW Ladeleistung und einmal 22 kW. Ich habe hier die 11 kW Variante. Ja, und die Box zeigt mir jetzt hier an mit den blauen Lichtern, dass sie breit ist. Das ist natürlich eine sehr provisorische Montage hier an dem Ständer. Es wird eine Montageplatte mitgeliefert mit vorgebohrten Löchern. Es werden Dübel und Schrauben mitgeliefert. Also eigentlich sollte man diese Platte natürlich an einer Wand montieren. Doch meine Wand hier beim Ferienhaus ist so weit weg, dann würde ich mit dem Typ 2 Kabel nicht mehr hinterherkommen. Darum die provisorische Montage. Aber ich wollte es auf keinen Fall auf den Boden legen. Das ist nämlich fatal, weil wenn die Wallbox auf dem Boden liegt und man den Typ-2-Stecker einsteckt, kann es natürlich passieren bei Regen, dass hier Wasser reinläuft. Und das will man natürlich unbedingt verhindern. So, es macht Klick. Die Ladung beginnt. Ich sehe es hier an diesem kleinen blauen Schweif, der sich im Kreis dreht. Und da ich nur einen Schweif sehe, weiß ich, ich lade einphasig. Würde ich dreiphasig laden, würden hier drei Schweife, ich hoffe, das ist die richtige Mehrzahl, drei Schweife sehen. Und die Geschwindigkeit, wie die sich vorwärts bewegen und wie lang der Schweif ist, zeigen mir an, wie hoch die Ladeleistung ist. Ja, das kann ich verändern hier über diesen blauen Knopf, über den hier. Da kann ich in der App einstellen, in welchen Stufen ich steigern will. Also ich kann mit 6 Ampere anfangen oder 10 bis hoch zu 16 in diesem Fall. Und das sieht man dann auch an dem Leuchtkreis, was eingestellt ist. Ansonsten gibt es nur noch hier außen ein RFID-Feld. Ich kann die Box freischalten mit einem Schlüsselanhänger, einem RFID-Chip. Und falls es draußen irgendwo montiert ist, wo jeder ran kann, dann will man das sicher. Wenn es in einer eigenen Garage ist, braucht man das natürlich nicht. Und es wird auch eine RFID-Karte mitgeliefert mit einem QR-Code, der hilft dann beim Einrichten der App, der GoE-Charger-App. Und hier ist dann auch das Passwort für den Hotspot drauf. Und die hilft im Notfall als Reset-Karte. Also wenn mal nichts mehr geht, die Karte dranhalten und die Box wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ansonsten, alle weitere Kommunikation nach außen passiert über diesen Leuchtkreis. Also wenn man die Box anschließt an die Stromversorgung, dann ist erstmal ein Regenbogen zu sehen. Wenn er dann soweit ist, macht er eine Prüfung, eine Erdungsprüfung. Ich habe hier bei meiner ersten Steckdose, die ich gewählt habe, eine erwischt, die nicht richtig geerdet war. Dann war der obere Halbkreis rot. Hier drin ist ein FI-Schutzschalter, der Gleichströme erkennt.
Bei irgendwelchen Fehlern, die vorliegen, gibt es weitere Farbcodes. Wenn er mit dem Laden fertig ist, sieht man einen kompletten grünen Kreis. Beim Update war es so, da habe ich dann einen lila Kreis gesehen und gelbe Lichter haben den Fortschritt signalisiert, wie weit das Update ist. Also diese Kommunikation über Farbe finde ich extrem gelungen. Alle weiteren Einstellungen macht man in der Go eCharger App. Die verbindet man erstmal mit dem Hotspot der mobilen Box, kann die dann, wenn WLAN vorhanden ist, auch im WLAN freischalten, sodass man aus der Ferne Dinge einstellen kann, also Ladestart beispielsweise, oder auch sehen kann, wie weit ist jetzt mein Ladevorgang. In der App lege ich beispielsweise fest, ob das Kabel verriegelt sein soll oder nicht, ob es immer offen ist, ob man den RFID-Chip braucht zum Starten oder nicht. Und man kann bis zu 10 Nutzer anlegen, sodass man mit Nachbarn, Freunden gemeinsam diese Box nutzen kann und dann Energiemengen getrennt nach Nutzer abrechnen kann. Man kann ein statisches Lademanagement festlegen, also falls im Haus zwei Boxen aktiv sind, zwei Wallboxen, dann wird die maximal zur Verfügung stehende Ladeleistung gleichmäßig auf beide Boxen verteilt. Man kann einen Ladetimer einrichten, dass er immer zur gleichen Zeit laden soll. Oder man kann eine Verbindung zu Avatar herstellen, das ist ein österreichischer Stromanbieter, der seinen Dienst aber auch in Deutschland anbietet. Voraussetzung ist, man hat einen Smart Meter als Stromzähler und dann ist es so, dann wird Strom geladen, wenn er an der Strombörse besonders günstig ist. Das Auto wird also verbunden und Avatar schaltet den Vorgang frei, sobald der Preis unter eine gewisse Schwelle sinkt, die kann man selber festlegen, oder beispielsweise wenn Überschüsse im Netz sind und man kostenlos Strom beziehen kann, weil der Strom irgendwo hin muss und dann wird halt irgendwie nachts geladen oder zu irgendwelchen Tagesrandzeiten oder halt wenn gerade ganz, ganz, ganz viel Wind bläst oder Sonne scheint, weil der Avatar-Tarif ist natürlich ein Ökostrom-Tarif. Also ganz spannende Kombination dieser beiden Anbieter. So, und um diese Box möglichst universell einsetzen zu können, gibt es ein Adapter-Set, ein Dreier-Set. Ich habe jetzt hier den Schuko-Stecker angeschlossen. Mit dabei ist in dem Set aber auch noch ein blauer CE-Stecker, der sogenannte Camping-Stecker. Es ist dabei ein Drehstromanschluss, der rote CE-Stecker. Da klebt 16 Ampere Aufkleber drauf, weil das ist halt das Maximum hier für die 11 kW Box. Bei der 22 kW Box ist natürlich eine 32 Ampere Adapterkabel dabei. Ja, das ist natürlich großartig, wenn man dann unterwegs, wenn man zu Freunden, Bekannten fährt, in den Urlaub fährt, wunderbar ausgestattet ist. Ich hatte das mal, dass ich in Österreich beim Hotel vorher angerufen habe, gefragt habe, haben Sie eine Lademöglichkeit für E-Autos? Dachte natürlich an Typ-2-Anschluss. Derjenige am Telefon sagte, ja, ja, haben wir. Und dann war es ein Drehstromanschluss. Und ich war dann sehr froh, einen Adapter dabei zu haben. Hat man ja sonst auch nicht immer dabei. Ihr findet den Link zu meiner mobile Wallbox in der Videobeschreibung. Und im Online-Shop von Energielösung findet ihr noch mehr. Da findet ihr auch fest installierbare Wallboxen, Ladekabel, Ökostromtarife und auch Zubehör. Also beispielsweise ein 10er-Pack RFID-Schlüsselanhänger, sodass ihr dann hier die 10 Nutzerkonten auch wirklich ausnutzen könnt. So, mein Schweif kreist hier einsam und langsam. Das wird also noch ein bisschen dauern. Klar, Schuko-Dosenanschluss. Ich würde sagen, ich fahre mal weiter. Also im Fahrmodus kann ich hier nicht verändern oder umstellen. Es gibt nur im Menü eine Einstellung, dass ich einen One-Pedal-Drive, also die Ein-Pedal-Fahrweise, aktivieren kann. Und das bedeutet, dass wenn ich den Fuß vom Fahrpedal nehme, er rekuperiert, also aus Bewegungsenergie elektrische Energie macht und zurück in die Batterie speist. Das ist vor allem praktisch in der Stadt. Wenn man fährt wirklich nur mit einer Pedale und hat irgendwann raus, weil man den Fuß hochnehmen muss, um an der Ampel zum Stopp zu kommen. Finde ich da sehr komfortabel. Auf der Autobahn ist es nicht ganz so praktisch, weil wenn man hier verzögert, will man ja eigentlich nur ausrollen. Man hält ja genug Abstand zum Vorausfahrenden in der Regel. Und da muss man gar nicht großartig bremsen, sondern der Rollwiderstand verlangsamt einen ja schon. Von daher würde ich es auf der Autobahn rausnehmen. Da ist es effizienter, dann zu rollen. Die Fachleute sagen segeln. Und diesen One-Pedal-Drive dann nur in der Stadt zu aktivieren. Ja, und auch was sonst so Rekuperation angeht, es gibt keine Rekuperationsstufen, auch das macht das System dann komplett alleine. Der Wagen hat natürlich die klassischen Assistenzsysteme des Level 2. Also ich habe einen Abstandstempomaten, ich kann hier einstellen, wie groß der Abstand zum Vorausfahrenden sein soll. Er hat einen Spurhalter, ich habe eine Einparkhilfe vorne und hinten und wenn ich rückwärts einparke,
dann schaltet sich hier das Kamerabild ein und das ist eingestellt auf einen 360 Grad Blick von oben. Man errechnet das Bild, wo ich den Wagen sehe und die gesamte Parklücke und dann sehen kann, ob da was im Weg ist. Ich kann aber auch natürlich umstellen bei den Kameras, dass ich nach vorne oder hinten nur gucke. Dann gibt es einen Querverkehrswarner, sehr praktisch, weil durch die breite C-Säule da hinten kann ich nicht immer alles sehen, was von der Seite kommt, wenn ich rückwärts aus einer Parklücke rausfahre. Und das hat mir schon zwei, dreimal wirklich geholfen, dass der Wagen dann von sich aus gesagt hat, da ist jemand und ich bremse jetzt mal. Und das war auch gut so. So, ich bin jetzt bei Ionity in Brokenlande an der A7 angekommen mit 10% Restenergie. Und hier werde ich mal zusehen, einen kompletten Ladezyklus durchzuziehen, um auch eine Ladekurve mitschreiben zu können und zu sehen, wie schnell der Wagen wieder komplett voll ist. Ja, dann nutze ich mal meine Ladezeit hier, um ein bisschen auf Zahlen zu gucken und auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Und da passieren ganz spannende Dinge. Also die chinesische Mutter Geely hat vor, die Tochter Polestar in New York an die Börse zu bringen, und zwar über einen SPAC-Deal. Das ist eine Zweckgesellschaft, also da kauft man schon ein börsennotiertes Unternehmen und wandelt es um und macht es zu Polestar. Das soll 2022 passieren, und noch in diesem Jahr soll Volvo in Stockholm an die Börse kommen. Und umgerechnet 2,5 Milliarden Euro an Anteilsscheinen will man dort platzieren. Ja, wenn man guckt, Volvo wird so geschätzt auf insgesamt 30 Milliarden Euro, dann ist das unter 10% an Anteilen, die dann an die Börse kommen. Und Geely will auch Hauptanteilseigner des schwedischen Unternehmens sein. Ja, schwedischen Unternehmen steht auch auf meinem Kennzeichen, Made by Sweden, ist aber natürlich diskussionswürdig, denn wie gesagt, die Mutter ist chinesischer Herkunft, Geely, und dieser Wagen hier wird im belgischen Gent hergestellt, der XC40. Und da läuft jetzt auch die Produktion an für das zweite vollelektrische Modell, den C40. Der hat dann also eine Coupé-artige Dachlinie. Das, was bei Audi Sportback heißt, ist dann hier bei Volvo der C40. So, und in dieser Fabrik können 135.000 Autos pro Jahr vom Band laufen, und schon im kommenden Jahr soll jedes zweite ein reines E-Auto sein. Also Håkan Samuelsson, der CEO von Volvo, hat ehrgeizige Pläne. Bis 2030 soll die Marke Volvo eine rein elektrische Marke werden und bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen. Und das ist extrem ehrgeizig, wenn man überlegt, es gibt bisher erst diesen XC40 als reines Elektroauto. Der C40 ist angekündigt, der kommt Ende 2021, Anfang 2022 wird da ausgeliefert. Also mit diesen zwei Modellen ist dann aber noch ein ganzes Stück zu gehen, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und wenn man mal auf die Zulassungszahlen in Deutschland schaut, dann wurden laut Kraftfahrtbundesamt im September 90 XC40, also von diesem Modell hier, zugelassen, und in den ersten 9 Monaten sind es insgesamt 744 Stück. Das ist nicht gerade viel. Das ist kein großer Erfolg. Wenn man mal guckt, bei den vergleichbaren Autos, würde ich sagen, in dieser Preisklasse und in diesem Format Kompakt-SUV, da spielt der Jaguar I-Pace noch mit, und nur der hat weniger Zulassung mit 421 Stück in den ersten 9 Monaten. Die anderen Autos, die dazu passen, ich würde sagen, der Audi Q4 e-tron ist einer, der dazu passt, da wurden knapp 2000 Stück zugelassen, und den gibt es erst seit April 2021 auf dem Markt. Beim ID4 sind es 9200 Stück, die zugelassen wurden, und selbst beim Polestar 2, diese noch sehr junge und unbekannte Marke, die ja eine Limousine auf den Markt gebracht hat, sind es 1600 Stück. Da sind die 744 hier beim XC40 kein großer Erfolg. Aber nichtsdestotrotz, Volvo ist in anderen Märkten sehr erfolgreich. Also in Europa wurden in den ersten 9 Monaten 220.000 Fahrzeuge abgesetzt. Das ist ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und man hat bereits einen Anteil von 25% bei den Elektro- und Hybridfahrzeugen. Ja, und das ist natürlich schon ganz vielversprechend, wenn man diese ehrgeizigen Pläne bis 2030 hat. Das sind nur noch 9 Jahre. Da müssen noch einige Modelle kommen, die rein elektrisch sind und die dann die Käufer
mehr überzeugen. Ja, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt so kritisieren könnte an dem Wagen, wo ich sagen würde, das ist der Grund, warum der jetzt nicht so populär ist. Klar, man kann über den Preis diskutieren, logisch, aber ich würde sagen, ein Grund ist, es ist halt nicht der energieeffizienteste. Das habe ich jetzt in dieser Testzeit dann doch gemerkt. Gucken wir mal auf meine Ladekurve. Also angestöpselt habe ich den Wagen bei 10% und da stieg die Anzeige auf 130 kW an der Ionity-Säule und erreichte bei 15% 149 in der Spitze. 150 ist ja das Maximum. So, dann brach es bei 25% ein und blieb dann eine Weile im 120er-Bereich, um dann nach 40% stark abzubauen. Und bei 50% in der Gegend von 80 kW zu sein. Also schon bei der Hälfte ist man nur noch im zweistelligen Bereich. Da würde ich mir doch wünschen, dass die Volvo-Ingenieure ein bisschen mutiger sind und das so ein bisschen weiter nach oben drehen. Ab 60% bin ich dann so im 60 kW Bereich. Dann fällt es nochmal ab 75% natürlich ab. Runter auf 38 kW bei 80% und ging dann runter auf 9 kW. Bei 95% Ladezustand. Ja, also die 10-80% habe ich in ungefähr 40 Minuten geschafft. Der gesamte Ladevorgang, den ich hier in der Ladekurve abbilde, hat 81 Minuten gedauert und in der Zeit habe ich 71,5 Kilowattstunden geladen. So, und wenn ich jetzt hier auf meinen Bordcomputer gucke, dann sagt er, ich bin 1600 Kilometer gefahren und habe einen Durchschnitt von 25,2 Kilowattstunden im Verbrauch auf 100 Kilometer. Ja, das bedeutet, wenn ich 77 Kilowattstunden nutzbare Kapazität habe bei dem Verbrauch, dass ich rechnerisch 300 Kilometer weit komme. Das ist ein ganzes Stück entfernt von den 414 Kilometer WLTP-Wert. Preislich startet das erste und bislang einzige reine Elektroauto von Volvo bei 60.000 Euro und diese Variante ist hier bei 65.130 Euro. Und da schlägt als Aufpreis hier die Lackierung mit 1.100 Euro zu Buche. Das ist Sage oder auf Deutsch Salbeigrün. Ja, dann hat der Wagen ein Panoramaglasdach, wo der vordere Teil auch aufgestellt und auch aufgeschoben werden kann. Und wenn man das vergessen sollte im Sommer, dann ist es so, wenn es hier drinnen 25 Grad wird, dann macht der Wagen automatisch das Stoffverdeck zu. Man kann auch, wenn man draußen steht und merkt, ach, hab's vergessen, länger den Schließbutton gedrückt halten und dann geht das Stoffverdeck auch zu. So, vorne unter der Fronthaube ist Platz für ein Ladekabel, da ist ein extra Fach. Hinten Kofferraum, die Werte blende ich ein. Also da ist ordentlich Stauraum und dadurch, dass es ja ein hoher Wagen, ein Kompakt-SUV ist, auch eine hohe Dachkante und da gehen große Dinge rein. Es gibt noch eine kleine Durchreichladeluke, sodass man lange Dinge durch den Kofferraum durchschieben kann bis nach hinten auf die Rückbank oder sogar bis hier zur Mittelkonsole. Sehr praktisch finde ich hier meinen Mülleimer in der Mittelkonsole mit der gefederten Klappe. Da kann man Sachen reinwerfen wie hier, wir kaufen ihr Auto, was heute Morgen wieder draußen hing. Und da die Klappe dann wieder zugeht, können es auch Sachen sein, die vielleicht riechen und man dann den Duft nicht ganz im Auto hat überall. Und wie leert man das? Klappe hoch, dann den Mülleimer, da muss man ein bisschen üben, rausnehmen. Und hier lässt sich die Klappe entriegeln. So, und dann kann man den ganzen Müll wegschmeißen. Und das Ding ist wieder sauber und wieder rein damit. Ja, das hat mir schon beim Skoda Enyaq ja gut gefallen. So was Praktisches wie diese kleine Halterung hier an der A-Säule für einen Parkausweis, ein Parkhausticket oder ich habe jetzt hier eine Waschkarte mal eben genommen, damit die hier nicht im Wagen rumfliegt. Und so hat man sie immer praktisch zur Hand. Ein bisschen höher wäre praktisch. Kann ich die noch? Nee, verschieben. Ah, verschieben lässt sie sich nicht. Ich muss damit leben. Ups, oh, das ging jetzt aber gut, dass sie da so klemmt. Ja, Volvo ist ja sehr transparent, was seine Umweltwerte angeht. Und sie sagen hier bei dem Auto, der kommt mit einem CO2-Rucksack von 47.000 Kilometern. Was bedeutet das? Also so ein Auto verursacht ja in der Produktion CO2, vor allem bei der Batterieherstellung und Batterietransport. Und es ist rechnerisch so, dass wenn dieser Wagen mit Ökostrom betrieben wird, nach 47.000 Kilometern sich die CO2-Bilanz umkehrt oder besser ausfällt im Vergleich zu einem Benziner. Ab dann stößt der Benziner ja immer noch CO2 aus beim Fahren, der hier ja nicht mehr. Und dann wird die Klimabilanz deutlich besser fürs Elektroauto.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht habt, über ein Abo meines Kanals Drehmoment. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Gefährt.